Ja, es geht jetzt darum, gewisse Summen summandenweise auszuschreiben. Und damit wir wissen, was was ist, obwohl es eigentlich trivial ist, mache ich jetzt die Summenzeichen alle gelb, so dass wir einfach sehen, was aus dem Summenzeichen wird. So, jetzt würde ich gerne wissen, was wird aus Summe k gleich 3 bis 8, 1 durch k? Also da wird ein Drittel Jawohl. plus ein Viertel plus ein Fünftel, Punkt, 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 plus ein Achtel. Ja, Da das ist kann man A. auch ruhig ausschreiben. Also dieses Punkt, Punkt, Punkt Zeug, das ist das Problem, weil man eben so oft Punkt, Punkt, Punkt schreiben musste. Deswegen hat man das dann eben durch so eine Summe, also durch so ein Summenzeichen vereinfacht. So, und man muss jetzt auch nochmal gucken, diese Summe sieht so aus. Und wenn man sich anschaut, sieht man, die Summe hat 6 Summanden. 6 ist 8 minus 3 plus 1. Plus 1, weil es ein Summand mehr. Und man sieht, aus diesem Sigma werden insgesamt 5 Pluszeichen. Ne? Gut, also wie gesagt, die Anzahl der Summanden ist, wenn ich habe Summe k gleich n bis m, nein, ich muss m bis n schreiben, glaube ich. Also m bis n über ak, dann hat das insgesamt n minus m plus ein Summand. Und was man auch vielleicht noch dazu sagen soll, man kann natürlich auch eine Summe von einem einzigen Element haben. Ja, also das heißt, wenn ich hier Summe von k gleich 3 bis 3 hinschreibe, dann ist das immer nur das erste Element. Ja, dann ist es keine Summe. Und wenn ich jetzt hinschreibe Summe von k gleich 3 bis 2, dann ist es gar nichts. Es ist eigentlich falsch, das darf man nicht formulieren. Aber wenn das dann einem irgendwann mal passiert, dann definiert man das zu Null. Ja, also das heißt, ich schreibe das nochmal hin. Summe k gleich 7 bis 7 ak ist eigentlich keine Summe, weil das Pluszeichen fehlt. Das ist a7 selbst und Summe k gleich 7 bis 6 ak ist eigentlich falsch. Ja, also deswegen soll ich es eigentlich rot hinschreiben, weil das ist dem Abi verboten. Sowas wollen wir eigentlich nicht haben. Aber wenn wir es halt geschrieben haben, das passiert einem meistens nicht explizit, so wie ich es hier gemacht habe, sondern mit irgendwelchen variablen Indizes, ja, sowas hier, dann ist das einfach Null. Ja. Also wenn wir so eine blöde Summe haben, die es gar nicht gibt, dann schreiben wir Null hin, aber die sollte es eigentlich nicht geben. Das bedeutet, hier oben insbesondere müsste man eigentlich sagen, dass n größer gleich m ist, sonst ist das hier nicht definiert. Ja, also wie gesagt, das war nur nochmal so ein kleiner Exkurs am Rand und wir gehen jetzt zur nächsten Summe. Da haben wir dann 1 hoch 5 Nein, plus. nicht gut. Also 2 minus 1 hoch 2 mal 2 plus 1. So, das ist das Erste. Also stimmt schon, aber ich will es beim ersten halt erklären, wie man es rechnet. Jetzt beim zweiten, da dürfen wir 6 es auch noch. ohne schreiben. Das 6 ist dann 2 hoch 7, das ist auch schreiben. Nein, das heißt, da schreiben wir 3 minus, das ist 2 hoch 7, jawohl, das nächste. Und 6 ist dann 3 hoch 9. Jawohl. Dann 4 hoch 11. Sehr 5 hoch gut. 13 und 6 hoch So, stopp, jemand anders jetzt? So, 5 hoch 13 und der letzte? 6 hoch 15. Nein, der 6 gibt es nicht mehr. Aufpassen, immer dran denken, warum gibt es den nicht mehr? Weil da Weil steht es ja nur 5 4 minus 1. Summanden sind, So wegen ist es. 6 minus Also 2 sind da ja muss 4. man ein bisschen aufpassen. Ja? Also das heißt, den 6er gibt es nicht mehr, auch wenn er irgendwie intuitiv da ist. Ja? Den gibt es nicht mehr. Das heißt, immer dran denken, das sind 5 Summanden. 6 minus 2 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5 passt. Gut, also wie gesagt, da schreibt man gerne drüber raus und das sollte man natürlich verhindern. So, nächste Summe bitte. Ja, da könnte man, das fängt dann an mit x hoch 0 Ja? durch 0 Ausrufezeichen, aber das darf man ja nicht. Ja, das ist die Frage. Wenn man es nicht darf, hätte ich es in Rot Ist schon geschrieben. okay, oder? Also darf man es? Was ist denn Nullfakultät?
Das muss man dann ausschreiben. Was ist Null Fakultät? Solltet ihr in Wahrscheinlichkeit gemacht haben? Seins. Jawohl, und deswegen ist es erlaubt. Ja, das ist dann, dieser Summand, dieser Summand an sich ist 1. Ja. Gut, zweiter Summand. Ja, dann geht es weiter mit x hoch 1 durch 1 Fakultät. Nächster. X hoch 2 durch 2 Fakultät. X hoch 3 durch 3 Fakultät und x hoch 4 durch 4 Fakultät. Ja, die könnte man natürlich dann auch dementsprechend ausrechnen, die Zahlen. Aber weil das eben so eine Systematik hat, schreibt man das dann gerne auch so, ja. Weil Nullfakultät ist 1, dieser ganze Summand hier ist 1, ja, das sieht man sofort. Der Summand hier ist x, das sieht man auch. Das x Quadrat halbe, das x hoch 3 Sechstel, aber 4 Fakultät, da muss man schon wissen, dass das 24 ist. Also das darf man ruhig so hinschreiben. So, die letzte Summe bitte. Das fängt an. Also, ja, anfangen. Minus? Minus 1 hoch 0. Jawohl. Mal x hoch 2, 0 plus 1. Ja. So. 1 durch 2 mal 0 plus 1 Fakultät. Also durch 1 Fakultät. So, was ist denn minus 1 hoch 0? Das ist 1. Jo, also kann ich es weglassen. Also ist das einfach nur x. Gut. Habe ich verstanden? Der erste Summand ist x. Also x hoch 1 durch 1 Fakultät. Zweiter Summand. K gleich 1 einsetzen. Und x hoch 2 durch 2 Fakultät. Wenn ich hier k gleich 2 einsetze, ist das nicht x hoch 2, sondern wenn ich hier k gleich 1 einsetze, wenn ich k gleich 1 einsetze, 2 mal 1. Dann x hoch 3. Natürlich. So, ist das x hoch 3 durch 3 Fakultät. So, haben wir das hier, jetzt k gleich 2. Dann x hoch 5. Ja, was ist mit dem minus 1? Das bleibt. Ja, das bleibt nicht, sondern es ist eigentlich minus 1 zum Quadrat. Was ist minus 1 zum Quadrat? 1, das ist wieder 1. Ja, völlig richtig. Und jetzt den Rest? Der Rest ist dann x hoch 5. Durch 5 Fakultät, wie es richtig angesetzt wurde. Letzter Summand. Das ist jetzt mit 3, oder? Ja, minus 1 hoch 3. Das heißt 3, das ist minus 1. Ja, dann haben wir x hoch 7. X hoch 7 durch 7. Fakultät, ja, völlig richtig. Ja, so sieht es aus. Ich schreibe das nochmal ein bisschen anders hin. Auch um so ein bisschen den Reminder Richtung Klasse 12 dann zu schüren. Also wie gesagt, in Klasse 12 rede ich über das Zeug hier nochmal. Das hier war x. Und wenn ich jetzt hinschaue, dieses minus 1, ja, das x, das minus 1 wird dann zu einem Minus. Minus x hoch 3 durch 3 Fakultät. Minus 1 zum Quadrat wird zu einem Plus. Plus. X hoch 5. Durch 5 Fakultät. Das hier wird wieder zu einem Minus. Minus x hoch 7 durch 7 Fakultät. So sieht das jetzt aus. Kann mir jemand in Worten sagen, was dieses minus 1 hoch k, was das bewirkt? In Worten. Das bewirkt, dass es sich immer abwechselt. Ja, man nennt das ein alternierendes Vorzeichen. Ja? Also, wie alternieren ist, wie kennt ihr von der Feuerwehr, tatü, tata, tatü, tata, ja, das ist so alternieren, so zack, tack, tack, also plus, minus, plus, minus. Das minus 1 hoch k macht ein alternierendes Vorzeichen. Muss man nicht unbedingt wissen, ist aber immer schön, wenn man das weiß. Gut, also damit habe ich jetzt so ein bisschen, so ein paar Aufgaben zum Thema Summenzeichen gemacht und jetzt machen wir Gesetze des Summenzeichens.